Was die Praxis betraf oder betrifft, bin ich über ein Zitat gestolpert, was ich schon oft gehört habe, aber es gibt dann so Momente, wo es richtig einrastet. Und das war ein Zitat von Zen-Meister Sung San. Der sagte, das menschliche Leben hat keine Bedeutung. Aber wenn du das verstehst, dann bekommt es große Bedeutung. Und dieser erste Satz, unser Leben hat keine Bedeutung, habe ich gemerkt, uff, da musste ich erst mal schlucken, als ich den das erste Mal gehört habe. Und dieses Mal in dem ganzen Zusammenhang auch mein Leben oder das, was so gerade lebendig ist, macht es total Sinn. Wir haben vorhin das Herzsutra rezitiert. Seit 30 Jahren rezitiere ich das Herzsutra regelmäßig und exakt das sagt das Herzsutra, nichts anderes. Es gibt nichts zu erreichen, weil es nichts zu erreichen gibt. Es gibt kein Alter, keine Krankheit, kein Tod. Es existiert nicht. Und trotzdem bewegen wir uns permanent in dieser von uns selbst gemachten Realität. Und wenn wir uns anschauen, was in diesem vergangenen Jahr mit einer Pandemie, die uns permanent beschäftigt und der Bedrohung unserer Gesundheit und den verschiedenen Maßnahmen, die wir ergreifen, um uns und andere zu schützen, was das mit uns anstellt, was das alles hervorbringt, wie viel Verzweiflung, wie viel Wut, wie viel Auseinandersetzung, auch mit Menschen, mit denen wir uns bis dahin gut verstanden haben. Auf einmal ist es extrem präsent. Und das zeigt einfach auch, wie stark wir festhalten, jeder von uns, an unserem Leben, an dem, was wir lieben an unserem Leben, an dem, was wir Sinn geben in unserem Leben. Aber wenn wir es ganz klar sehen können, dass das ursprünglich leer ist, und leer bedeutet nicht, dass da nichts ist, aber das ist eben nichts, nichts Festes, nichts Festgeschriebenes, nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern etwas ist, was wir kreieren. Wenn wir das erkennen, dann taucht das andere auf, nämlich die große Bedeutung. Dann verstehen wir, was wir sind, was wir wirklich sind oder was uns im Leben steuert und bewegt. Und zwei Bilder sind mir noch sehr präsent, auch stärker im letzten Jahr. Das sind so nautische Bilder. Das eine ist, dass ich das Gefühl habe, einer tiefen Dankbarkeit, dass die Praxis da ist. Nicht nur die Praxis, sondern auch die Sangha, also auch ihr. Und ich spüre, dass ich mich verankert fühle. Die Wellen sind da, das Meer ist in Bewegung, aber es treibt mich nicht weg. Ich fühle mich wirklich verankert. Und das ist diese langen Jahre der Praxis, die mir ein großes Vertrauen gegeben haben, darin zu sehen, wie mein Geist funktioniert. Und diese Chimäre von meinen Ideen schneller zu durchschauen. Nicht so, dass die nicht da wären. Das passiert mir täglich mehrfach, dass ich wieder irgendeiner Idee hinterherrenne, manchmal dann auch leidvoll die Erfahrung mache, dass ich etwas wollte, es nicht kriege und es fühlt sich nicht so toll an, aber ich durchschaue es wesentlich schneller. Und darum bin ich sehr dankbar, auch jetzt gerade in diesem ganzen Trouble, den wir wieder erleben. Jetzt haben wir Impfstoffe, aber es geht viel zu langsam. Wir wollen saubere Impfstoffe, kommen verschiedene Befürchtungen. Also alles spielt immer auf dieser Klaviatur der Bedrohung und des Endes oder des Leidens zumindest. Also das ist das eine. Das andere ist der Kompass. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch über die Jahre gelernt habe, dass dieser Kompass, ich nenne das jetzt mal Kompass, aber dass es so ein Gefühl gibt, eine Intuition oder ein Gespür für das, was dran ist und was im Großen und Ganzen Sinn macht. Und so wie die Seefahrer früher sich an den Sternen orientiert haben, haben wir auch unser inneres Sternenbild oder unser inneres Bild, an dem wir uns orientieren können. Vielleicht, also es gibt viele Begriffe dafür, unseren Bodhisattva-Weg oder den Pfad. Aber das ist etwas, und das meine ich damit, das taucht aus uns heraus, wenn der Geist
klar wird, wenn er nicht verwickelt ist in dem, was uns permanent beschäftigt, sondern wenn er zur Ruhe kommt, die Klarheit da ist, dann taucht auch das alles auf, was uns Orientierung gibt, wo wir uns wirklich orientieren können. Nicht an unseren Meinungen und unseren Vorlieben, sondern an dem, was die Essenz unseres Lebens ist. Und das ist das, der zweite Teil dieser Aussage. Wenn wir das verstanden haben, dann kriegt es große Bedeutung. Dann können wir es nutzen. Dann verstehen wir uns selber und wir können anderen Menschen helfen, die verwickelter sind und nach einem Ausweg suchen und nach Hilfe suchen. Nach etwas, was wirklich hilft. Nach etwas, was, ja, was wirklich ein Anker ist. Mit einer Kette, die nicht einfach so schnell reißt, sondern die tief verwurzelt ist.